Nico, Sie haben gestern die erste Goldmedaille fürs deutsche Team geholt. Wenn man morgens aufwacht und ist Paralympicsieger, wie ist das? Ja, erstmal dazu muss man ja schlafen. Also ein bisschen habe ich geschlafen, zwar nicht lang. Ich habe das aber trotzdem noch nicht so richtig realisiert, habe ich das Gefühl. Bin einfach nur mega glücklich, dass es so gut jetzt begonnen hat, auch hier die Paralympics und das deutsche Team. Dass ich mich selbst belohnen konnte nach dem harten Training. Natürlich ein wahnsinnig geiles Gefühl und ja, also unbeschreiblich. Wo hat die Medaille denn ihren Platz gefunden heute Nacht? Es gibt ja manche Athleten, die legen die direkt aufs Kopfkissen neben den Kopf. Wie war das bei Ihnen? Ja, also ich habe ja gestern schon, hatte ich ja dann ein Gespräch oder bin ich ja gefragt worden, wo ich denn das hinlege, ob das jetzt unters Kopfkissen kommt. Und ich habe ja da schon dann geantwortet, nein, die kommt nicht unters Kopfkissen, sondern die kommt aufs Kopfkissen, wo eigentlich mein Kopf sein sollte. Ne? Also ich glaube, ich habe dann auch irgendwann mal die Medaille zu mir hergezogen und hab dann die schön eng bei mir gehabt. Und so habe ich dann die 2 Stunden geschlafen. Die war dann auch recht warm dann am Morgen, aber das war schon okay. Wenn Sie den Wettkampftag von gestern nochmal Revue passieren lassen, wie ist die Spannungskurve verlaufen? Wie war das so? Ja, also ich habe mich so richtig in den Wettkampf reinsteigern können. Ne? Die Stimmung war dann aber echt toll. Es waren viele, auch von unserem Team, waren einfach da. Die Stimmung war toll. Wir haben eine super Stimmung im Team. Und dann, dass sie auch dabei waren, obwohl die noch Wettkämpfe haben. Ne? Und haben mich trotzdem angefeuert und haben geschrien und gejubelt. Und das war bei jedem Stoß mehr. Und dann bin ich richtig in diesen Wettkampf reingewachsen. Auch die Brasilianer waren dann dabei und haben das mitgefeiert. War ja auch ein spannender Wettkampf. Und so konnte ich mich dann auch immer weiter steigern und war einfach genial, war perfekt, also hat einfach perfekt funktioniert und bin froh, dass es so funktioniert hat. Apropos gute Stimmung im Team, was haben Sie denn sonst schon von den Paralympics? Sind ja Ihre ersten Spiele alles schon mitnehmen können von der ganzen Atmosphäre? Ja, also bisher konnte ich jetzt von den Stadien und so natürlich noch nicht viel mitnehmen. Hat er jetzt auch erst begonnen und hatte ja an einem Tag meinen Wettkampf. Aber natürlich im Olympischen Dorf, ne, da habe ich natürlich schon viele kennengelernt. Also nicht nur aus anderen Ländern, sage ich jetzt mal, von der Leichtathletik, sondern auch vom deutschen Team, die andere Sportart machen, das auch wahnsinnig interessant ist und spannend. Mit denen hat man ja sonst in der Saison nicht so viel zu tun, ne? Die sieht man nicht so oft und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis dann auch allein, also von dem Essenszelt bin ich ja so fasziniert, weil das einfach so riesig ist, also die Essensauswahl, unglaublich, wirklich, da muss man schon 150 Meter laufen, um überhaupt mal das ganze Buffet gesehen zu haben und dann weiß ich aber nicht mehr, was bei 1,70 Meter gab, aber wirklich genial und toll und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Tage, dass ich einfach noch viele Wettkämpfe angucken kann und genauso anfeuern kann, wie die anderen mich angefeuert haben.